We are connecting. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Event. Profis Rebar war gestern. Live aus unserem Studio hier in Kaufling freue ich mich, Sie so zahlreich bei uns begrüßen zu dürfen. Ich bin nicht alleine, ich habe heute noch zwei Experten, Spezialisten zu diesem Thema an meiner Seite. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Julia von der Wart. Hallo Michi, danke dafür. Ich freue mich natürlich auch, dass Sie dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben und freue mich auf ein paar spannende 45 Minuten mit Ihnen. Zusätzlich noch an deiner Seite herzlich willkommen auch Michael Gellen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Und würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mal. Profis Viewer gestern. Ich glaube, das ist eine relativ eindeutige Bezeichnung. Es geht nämlich jetzt wirklich darum, dass unsere Software Profis Rebar, sie hat uns lange gute Dienste geleistet, in den Ruhestand gehen kann und dass wir jetzt ein bisschen mit der neuen Generation weitermachen möchten, dass wir jetzt das Rebar-Modul im Profis Engineering integriert haben und natürlich auch sicherstellen wollen, dass Sie damit gut umgehen können, dass Sie sich damit wohlfühlen und dass Sie dann natürlich weiter durchstarten können. Dazu haben wir jetzt halt ein paar Folien und generell einfach auch allgemeine Beispiele mitgebracht. Und ich würde sagen, wir starten am besten mal wirklich mit, was wir heute so vorhaben. Vom Prinzip her, was genau bedeutet denn unser Rebar-Phaser überhaupt für Sie? Was zeigt sich? Wie machen wir das Ganze? Danach würden wir einmal kurz auf die Bemessungsmöglichkeiten im Überblick. Was kann man jetzt alles im Profis Engineering machen? Genau, dann gehen wir rüber zu Sonderfunktionen, weil wir natürlich auch ein paar Themen implementiert haben, die immer wieder bei Profis Rebar gefehlt haben und gefordert wurden. Auch das Thema Produktportfolio, weil bei Hilti gibt es halt viele verschiedene Mörtelsysteme, doch welches ist jetzt überhaupt das Richtige für welche Situation? Gehen wir noch kurz drauf ein und dann sind wir auch schon am Schluss angekommen, dann machen wir noch eine kurze Zusammenfassung und wären dann auch schon durch für heute. Genau, und auch wirklich der Appell an Sie, stellen Sie gerne Fragen, auch im Nachgang, wenn Ihnen später noch was aufgefallen ist. Bitte tun Sie das, tun Sie sich keinen Zwang an hier, weil wir möchten natürlich auch Ihre Fragen beantworten. Profis Engineering ersetzt Profis Rebar, was genau bedeutet das? Zum 28.02., wie gesagt, steht dann das Rentenalter für unsere alte Software angesetzt. Sie wird halt in dem Sinne von uns zentralseitig abgeschalten. Das bedeutet für Sie, dass Sie halt irgendwann danach dann, wenn Sie versuchen werden, die Software zu öffnen, nicht mehr wirklich damit rechnen können. Wichtiger Punkt hier ist, dass die Bemessungsdateien, so wie es zumindest früher bei Profis Anchor auch war, leider nicht in Profis Engineering so direkt integrierbar sind. Das liegt einfach daran, dass es halt eine unterschiedliche Softwarearchitektur im Hintergrund ist und dass man das halt nicht übertragen kann. Deswegen wäre unsere Bitte und unser Appell an Sie, für wichtige Sachen, die Sie brauchen, speichern Sie sich vorher Ihre PDF-Berichte ab und dann kann man das ganz leicht rüberziehen, beziehungsweise keine Daten gehen verloren. Genau, und wenn es doch mal so kommt, man kann ja mal was vergessen und man hat noch ein altes Projekt von letztem Jahr, von vor 2 Jahren, was man vielleicht noch mal nachrechnen möchte. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass wir das Ganze auch noch von unserer Seite wiederherstellen. Das heißt, wenn es da irgendwo ein Problem gibt, kontaktieren Sie uns gerne. Fangen wir unten bei diesen FAQs hier an. Kontaktieren Sie gerne das Planer-Postfach unter planer-support@hilti.com. Die Kolleginnen und Kollegen sind in der Lage, die alten Dateien einzulesen und können Ihnen da auch dann weiterhelfen, dass quasi Ihre Daten nicht verloren sind und auch alte Projekte wiederhergestellt werden. Wichtig an der Stelle, Sie unterstützen Sie gerne dabei, inhaltliche Fragen zu beantworten oder auch die Dateien zu überspielen. Es ist aber so, dass Fragen, die wirklich auf Profis Rebar bezogen sind, nicht mehr beantwortet werden, weil einfach der Support dafür eingestellt wird. Das heißt, es wird keine Updates mehr geben, es wird keine neuen Fehlerbehebungen mehr geben, falls irgendwelche Bugs dann mit neuen Windows-Versionen etc. auftreten. Das heißt, wir bitten Sie wirklich, steigen Sie auf Profis Engineering um, da ist dann alles integriert mit ein paar neuen Funktionalitäten und Profis Rebar gibt es dann ab Ende Februar im Endeffekt nicht mehr. Wie wird das Ganze abgeschaltet? Das erfolgt zentralseitig zum 28.02. Und Sie können es danach noch einmalig öffnen, um dann nochmal alles abzuspeichern, wenn Sie es bis dahin nicht schaffen. Wenn Sie es dann aber einmal schließen und nochmal aufmachen, geht es danach nicht mehr. Danach kommt ein Pop-up und eine Warnmeldung oder Fehlermeldung, dass Sie bitte auf Profis Engineering umswitchen sollen. Genau, was bedeutet das Ganze? Warum machen wir das überhaupt? Abgesehen davon, dass das alte Softwaresystem einfach nicht mehr up-to-date war, möchten wir natürlich auch, dass für Sie die ganze Sache ein bisschen einfacher wird, dass Sie nicht 20 verschiedene Systeme runterladen, updaten müssen und hin und her hängen, sondern dass eigentlich alles in einer Software-Suite verfügbar ist, mit allen Funktionalitäten, in einem einheitlichen Look und Feel, dass man halt auch nicht immer wieder sich neu eindenken muss, wie irgendwas funktioniert. Wie Sie vielleicht sehen, ist jetzt schon mittlerweile einiges dazugekommen. Die letzten Sachen, die es jetzt waren, war eben natürlich das Rebar-Modul seit letztem Herbst und davor das Jahr dann das Aufbeton-Modul. Genau, und was man unten noch sieht, es gibt halt nicht nur die Möglichkeit, was zu bemessen im Profis Engineering, sondern es gibt halt auch den Absprung zu anderen Plattformen. Ob es jetzt Ask Hilti ist, wo Sie sich jetzt auch für das Webinar angemeldet haben, wo Sie dann quasi Fachartikel nochmal nachlesen können, vielleicht auch ein Webinar, was Sie nicht mitbekommen haben, nochmal nachschauen können oder wo Sie entsprechend auch Fragen stellen können, die dann von unseren Kolleginnen und Kollegen in Düsseldorf im Backoffice beantwortet werden oder ob es dann E-Learnings sind. Und da ist insbesondere die Sache, dass wir ja auch eine modernere, neuere Plattform geschaffen haben, wo man online halt auch sich Wissen selbst beibringen kann, dass man so ein bisschen, gerade wenn man neu in dem Thema ist, nochmal die Grundlagen lernt. Da werden jetzt auch immer weiter neuere Module freigeschaltet. Aktuell ist sehr viel zum nachträglichen Bewehrungsanschluss, zum Rebar-Modul. Es wird für Dübel auch noch mehr kommen, es ist auch schon was vorhanden, aber das wird halt immer weiter aufgefüllt. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal mit den Bemessungsmöglichkeiten im Überblick. Wie Sie sehen oder wie Sie wahrscheinlich auch selber wissen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben erstmal standardmäßig den Übergreifungsstoß, somit das Typischste, was der Eurocode abdeckt. Aber man hat halt nicht immer nur Anwendungen, wo es mit dem Übergreifungsstoß zu regeln ist, sondern es gibt halt auch teilweise Situationen, wo man halt einfach eine Endverankerung braucht. Genau, und bei der Endverankerung ist halt das Thema, es gibt nicht nur eine klare Lösung, wie beim Übergreifungsstoß der Eurocode, sondern es gibt halt viele verschiedene Möglichkeiten. Und da hilft uns die Software halt weiter, das heißt, wir müssen oder sollten zwar wissen, was im Detail da passiert, aber die Software gibt uns aus automatisch, was ist denn die beste Lösung? Was können wir denn hier überhaupt nutzen? Ob es jetzt ein Stabwerkmodell ist, ob es die TR 069 ist, ob es tatsächlich die normale Endverankerung nach Eurocode ist oder vielleicht auch Herstellermethoden mit erhöhten Verbundspannungen. Das alles, da gehen wir nachher aber auch in der Software nochmal drauf ein, wird halt einmal angezeigt. Genau, wichtig hierbei ist natürlich, auch wenn die Software das Denken versucht, ein bisschen mit abzunehmen oder zu erleichtern oder zumindest Empfehlungen auszugeben, auch mal die Bitte und den Appell noch an Sie. Natürlich gucken Sie immer gern drauf. Wir versuchen, alles immer natürlich nach dem besten Standard zu halten und mit der höchsten Qualität. Und es sollte auch alles passen. Aber es kann ja auch jedem mal passieren, dass da ein kleiner Fehler unterläuft. Das heißt, Achtung ist immer bei allen noch gegeben. Und wie wir das jetzt schon auf dem Bildschirm sehen, hat man halt für den Übergreifungsstoß nur den Eurocode, für die Endverankerung die Möglichkeit. Und das zeigt der Michael jetzt am besten nochmal direkt live in der Software. Genau, dann würde ich einmal in die Software rübergehen. Ich habe sie schon geöffnet. Und wie man hier sieht, gibt es jetzt hier das neue Modul für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse, bei uns immer abgekürzt Rebar-Modul, weil es einfach kürzer und einfacher zu sagen ist. Und hier auf der linken Seite ist halt der kleine Doktorhut, wo man zu den E-Learnings kommt. Wenn wir jetzt in die nachträglichen Bewehrungsanschlüsse reingehen, kann man sich direkt an der linken Seite orientieren. Wir gehen jetzt einmal alle Reiter durch. Und wenn man das einmal gemacht hat, hat man im Endeffekt hoffentlich bestmöglich sein Projekt abgebildet. Und was wir gerade schon auf der Folie gesehen haben, hier können wir auch zwischen Übergreifungsstoß und Endverankerung unterscheiden. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, werden alle Anwendungen eingeblendet, die ich als Endverankerung rechnen könnte. Ob es jetzt ein Wand an Bodenanschluss ist, ob es jetzt ein Balken an der Wand ist oder was auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt auch immer noch die Möglichkeit, sich selbst was zu definieren in einem bestimmten Rahmen. Wichtig vielleicht hier zu sagen ist, weil das ist auch schon eine Veränderung hin zu Profis Rebar, da musste man halt immer pro Projekt, was schließt man jetzt in was an, und wenn man sich das jetzt ausgewählt hatte, war es auch wirklich fest vordefiniert. Nun ist es halt wirklich möglich, auch während der Bemessung im gleichen Projekt auch mal zwischen den verschiedenen Anwendungen zu wechseln, wenn Sie feststellen, ach, ich kann das doch mit einer anderen Situation besser abbilden. Die ganzen relevanten Informationen, die übertragbar sind, werden übernommen. Warum sage ich das so? Natürlich, wenn Sie jetzt von einem Übergreifungsstoß an eine Endverankerung wechseln, können einfach gewisse Parameter natürlich nicht 1:1 übernommen werden, weil einfach diese Situation doch etwas anders aussieht. Aber das, was wie gesagt übernommen werden kann, wird auch übernommen. Genau, und auch da kommt dann in der Software, sobald Sie was geändert haben. Ich habe jetzt hier beispielsweise meine Querkraft mit eingetragen. Wenn ich jetzt zurück auf den Übergreifungsstoß gehe, kommt die Warnmeldung, okay, ich bin gerade dabei, was zu verändern. Möchte ich das wirklich? Oder möchte ich lieber doch bei meiner alten Konstruktion bleiben? Das heißt, wenn ich mich da mal verklicke, es gibt immer einen Zurück-Button, es gibt immer die Möglichkeit, hier nochmal abzulehnen, dass ich bei der Endverankerung bleibe. Was man dann hier auf der rechten Seite schon sieht, und das hatten wir eben kurz angerissen, ist, dass es die unterschiedlichen Bemessungsmethoden für die Endverankerung gibt. Wenn es da wirklich weiterem Hintergrundwissen bedarf, schauen Sie sich gerne unseren anderen Webinare an, wo wir es intensiv behandelt haben. Wir gehen jetzt nur kurz darauf ein, okay, was was gibt es da für Möglichkeiten, beziehungsweise woran kann ich es erkennen, was denn sinnvoll ist? Weiterhin könnte man auch hier noch die E-Learnings ansprechen, weil die gehen auch noch mal ein bisschen auf die Bemessungsdetails ein. Und ansonsten, wenn Sie eine konkrete Frage haben, nutzen Sie gerne Ask Hilti, schreiben Sie es gerne rein oder fordern Sie unsere Kollegen aus dem Engineering an. Die helfen Ihnen natürlich auch gerne dann noch mal in One-on-One-Sessions weiter. Wie man in der Software sehen kann, ist auf der rechten Seite halt dargestellt, dass wir zwischen den verschiedenen Bemessungsmethoden hin und her wechseln können. Und an der Stelle muss man sagen, die Software gibt aus, ob es funktioniert oder nicht. Das heißt, in dem Fall würde nur die TR 069 funktionieren, weil wir halt einen biegesteifen Anschluss haben in dem Fall. Wenn ich das Moment jetzt mal rausnehmen würde, ist es halt zum Beispiel so, dass die Endverankerung funktioniert. Das ist jetzt mit den Kräften, da es hier auch überdrückt ist, nicht unbedingt realistisch in dem Fall. Aber da wird die Software immer ausgeben, okay, das kann funktionieren, das kann nicht funktionieren. Man kann sich auch explizit angucken, okay, was für ein Fachwerk, was für ein Druckstrebenmodell ist ausgebildet worden nachher im Bericht, wenn man diese Methode wählt. Und wir empfehlen eigentlich immer, dass man versucht, das mit der klassischen Endverankerung zu lösen. Natürlich funktioniert die Druckstrebe aber genauso wie die TR 69. Das ist nur teilweise so, dass das dann in der Diskussion mit dem Prüfer gelöst wird, dass wir da dann das Ganze nochmal erklären, weil dadurch, dass die TR 69 beispielsweise noch relativ neu ist, da noch immer Aufklärungsbedarf besteht. Genau, macht sie aber nicht weniger wichtig oder auch gut ausgebildet. Es hat einen Grund, warum sie geschrieben wurde. Also nicht falsch verstehen, wir stehen absolut hinter der TR 069, das ist eine tolle Richtlinie. Ist einfach nur manchmal ist der eine Weg einfacher als der andere. Genau, und was Julia eben auch schon mal gesagt hat, wenn Sie Unterstützung benötigen, da einfach das Hilti Engineering kontaktieren und dann kriegen wir das schon gemeinsam hin. Genau, gehen wir mal weiter durch. Bei der Anwendung, ich gehe jetzt mal wieder auf den klassischen Übergreifungsstoß zurück und sage, dass das okay ist, dass ich wieder auf die Standardwerte gehe bei den Kräften beispielsweise. Und was haben wir jetzt hier? Wir haben einmal Verlängerung über Auflage, das heißt, wenn zum Beispiel diese Deckenverlängerung über einer Wand stehen würde, könnte man das Auflager definieren, hat halt einen Einfluss auf die Querkraftweiterleitung. Wir könnten das Ganze auch entweder kontinuierlich in X-Richtung ausführen oder nicht. Heißt im Endeffekt nichts anderes, okay, wir gehen jetzt fiktiv davon aus, nach links und nach rechts sind uns die Ränder erstmal egal. Das heißt, wir betrachten hier einen Meter, einen Laufmeter und schauen uns da an, wie wir da die Bewährungslagen verteilen müssten. Wenn wir jetzt aber natürlich bei einem Balken sind oder vielleicht auch die Wand an einer Seite endet oder die Decke, dann könnte man das hier natürlich auch ausstellen, dieses kontinuierliche in X-Richtung, dann wird da die Betonüberdeckung auch mit berücksichtigt. Was es immer gibt, das sind so kleine Info-Buttons hier, wenn man draufklickt, wird einem das Ganze nochmal näher erläutert. Wir gehen jetzt nicht alle durch in der Software, aber da sind auch häufig dann noch deutlich mehr Informationen hinterlegt. Kommen wir zum nächsten, zum Bestandsbeton bzw. zum neuen Beton. Wir können jetzt hier beispielsweise auf den C2025, was ja im Altbau häufig üblich ist, einstellen. Wir können auch deutlich schlechtere Betone eingeben, also niederfestere Betone oder auch alte B12, B15, B25 Betone. Und beim neuen Beton lassen wir mal einen C2530. Jetzt ist es auch so, dass wir hier bestimmte Temperaturen eingeben können. Heißt aber auch, dass gewisse Temperaturen notwendig sind zur Installation. Warum ist das so und was wird da überhaupt betrachtet? Es ist immer die Bauteiltemperatur, also es ist nicht die Außentemperatur, die dann zu dem Zeitpunkt herrscht, sondern wie warm oder kalt das Bauteil ist. Und manche Mörtel können halt nur gewisse Temperaturbereiche. Also es gibt halt explizit welche, die sehr kalte Temperaturen aushalten, es gibt welche, die bei sehr warmen Temperaturen installiert werden können. Und die Temperatur an sich hat immer einen Einfluss auf das Aushärteverhalten des Mörtels. Heißt, wenn es sehr warm ist, härten die Mörtel in der Regel sehr schnell aus. Wenn es sehr kalt ist, dauert es halt relativ lange. Und da muss man dann immer gucken, was für den expliziten Fall, den Sie dann haben, das Sinnvollste ist. Weil im Sommer bei 35 Grad, wenn es mal 2-3 Wochen so warm war, hat sich das Bauteil natürlich stark erhitzt. Dann nimmt man dann eher einen langsamen Härter, um dem Ausführen auch genügend Zeit zu geben. Durch die korrekte Eingabe haben Sie natürlich in diesem Fall halt auch einfach den Vorteil, dass die Software die möglichen Systeme rausfiltert. Das heißt, wenn Sie jetzt ganz krasses Beispiel, irgendwo im Gefrierfach, beziehungsweise irgendwo, wo es richtig kalt ist, die Viren zum Beispiel was verankern müssen, dann werden sie die Temperaturen eingeben und es werden halt auch nur die Mörtelportfolio angezeigt, die überhaupt dort installiert werden dürfen, weil ab einer gewissen Temperatur ist halt auch wirklich Schicht im Schacht. Das gleiche natürlich für die heißen Temperaturen. Genau, du hast es gerade schon angesprochen, die Software filtert raus, welche Mörtel überhaupt zulässig sind für den Temperaturbereich. Und ähnlich ist es bei den Bohrverfahren. Also wir können nicht nur Hammer bohren, wir können auch Diamant bohren oder ähnliches, aber natürlich hat nicht jedes Produkt die Zulassung für alles. Das heißt, auch da gibt es dann schon die entsprechende Auswahl automatisch von der Software, was überhaupt noch funktioniert. Was vielleicht neu oder unbekannt ist oder häufig nicht so beachtet wird, ist, ob eine Bohrhilfe verwendet wird oder nicht. Weil bei Dübeln ist es relativ egal, ob ich jetzt minimal schräg bohre oder nicht, bei einem Bewehrungsstab, der vielleicht 1 oder 2 Meter tief eingebunden wird, macht ja eine leichte Schiefstellung über die komplette Distanz schon enorm viel aus. Und gerade bei den Betondeckungen muss das Ganze halt dann berücksichtigt werden. Und wenn wir dann eine Bohrhilfe benutzen, können wir halt geringere Betonüberdeckungen ansetzen, als wenn wir keine Bohrhilfe benutzen. Einfach aus dem Grund, niemand ist in der Lage, behaupte ich einfach mal, hundertprozentig 90 Grad immer zu bohren. Und damit dieser leichten Schrägstellung dann noch Rechnung getragen wird, gibt es dann hier die Möglichkeit, das mit zu berücksichtigen. Vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, das ist auch für Sie gerade für die Ausschreibung, wie Sie es definieren, wichtig, sowohl die Bohrmethode als auch das Nutzen einer Bohrhilfe oder nicht, weil durch eine wirklich sehr klare Ausschreibung haben Sie halt auch einfach die Möglichkeit, gewisse Fehler oder Falschverhalten auf der Baustelle direkt weitestgehend zu umgehen. Natürlich kann man das nie hundertprozentig vermeiden, aber wenn Sie es halt einfach solche Bestandteile mit aufnehmen, wird dem zumindest in Rechnung getragen. Genau, den letzten Punkt würden wir erstmal noch zurückstellen mit der Fugenoberfläche, da kommen wir später zu. Und würden dann jetzt einmal, gehen dann einmal zur Bestandsbewährung. Hier können wir komplett die Bestandsbewährung definieren, insbesondere natürlich bei Übergreifungsstößen relevant, weil wir nicht nur die neue Bewährung, sondern auch die alte Bewährung überprüfen müssen, ob überhaupt die Kräfte aufgenommen werden können. Wir sind hier relativ frei, was die Definition angeht. Jetzt in dem Fall können wir verschiedene Lagen definieren. Wir können auch sagen, okay, jetzt vielleicht gibt es hier im oberen Bereich gar keine Bestandsbewährung, warum auch immer es früher so gebaut worden ist. Können das also komplett ausstellen. Genauso für die untere Lage. Wenn ich das jetzt ausstellen würde, kommt natürlich eine Fehlermeldung, weil ich die Kräfte nicht mehr übertrage. Ich lasse es jetzt in dem Fall mal an und stelle auch oben wieder die Lage ein und kann dann hier im Endeffekt alles über meine Bewährungsanordnung, was für ein Durchmesser, wie weit die auseinander liegen etc. definieren. Ich kann auch eine Querbewährung definieren, wird dann auch klar dargestellt. Ich lasse die jetzt einfach mal der Übersichtlichkeit halber aus, aber auch das kann teilweise einen Einfluss auf die Bemessung haben. Und schlussendlich das unterste, ungünstigste Toleranz für die Bewährungsposition. Warum ist das überhaupt relevant, beziehungsweise was bedeutet das? In den seltensten Fällen wissen wir exakt, wo die Bestandsbewährung liegt. Und genau aus dem Grund müssen wir halt sicherstellen, dass wir irgendwie Rechnung tragen, dass wir auch mittig zwischen zwei Bestandseisen liegen können und dann natürlich einen etwas größeren Abstand haben. Und dieser größere Abstand führt dazu, dass wir teilweise ein paar Zentimeter tiefer einbinden müssen und damit kann man dem Ganzen Rechnung tragen. Das heißt, man kann ja auch die ungünstigste Toleranz auswählen und erhält entsprechend dann eine etwas tiefere Verankerungstiefe. Gehen wir weiter zur neuen Bewährung und hier gibt es die schöne Möglichkeit, dass die Software für uns automatisch erstmal so ein Optimum oder zumindest eine vernünftige Lösung präsentiert und ermittelt. Wir können das Ganze immer als Ausgangspunkt nutzen, dass die Software uns einen Vorschlag macht und dann können wir immer noch auf Nutzer definiert umstellen und dann so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Okay, vielleicht möchte ich jetzt kein 10er Eisen, sondern ein 12er Eisen. Vielleicht habe ich auch eine Konstruktion von vornherein im Kopf, die ich hier anwenden kann, die ich dann dementsprechend auswählen kann. Man kann es dann ähnlich wie bei der Bestandsbewährung halt auch wieder komplett definieren. Das heißt, wenn ich hier auf Nutzer definiert stelle, kann ich sowohl für die obere als auch die untere Lage also ziemlich alles wieder definieren. Es gibt ja auch noch Bewährung unter Druck. Heißt nichts anderes, dass ich überlege, okay, wird die Druckkraft durch ein auftretendes Moment beispielsweise über den Beton abgetragen und eingetragen oder läuft das Ganze halt auch über die Bewährung ein und dementsprechend wird das Ganze dann auch berücksichtigt. So, der letzte Reiter wären die Belastungsarten. Wir können pro Abschnitt oder pro Stab eingeben. Pro Stab heißt dann, dass wir gerade bei etwas außergewöhnlichen Anordnungen dann wirklich die Last pro Stab definieren können. Ich lasse es jetzt mal hier bei einem bei einer klassischen Deckenverlängerung bei einem Abschnitt. Die verschiedenen Lasttypen gehen wir nachher auch noch drauf ein. Wir können es auch für verschiedene Nutzungsdauern, also 50 oder 100 Jahre definieren oder auch sogar für 120 Jahre. Das ist dann nicht mehr über Zulassung abbildbar, aber da gibt es auch Tests und Gutachten, kommen Sie da auch gerne auf uns zu. Und grundsätzlich ist es so, dass wir über den deutschen nationalen Anhang bemessen. Das heißt, dass in Deutschland der nationale Annex vom Eurocode verwendet wird. Wenn Sie jetzt in Österreich oder der Schweiz sind, können Sie das natürlich auch gerne ausstellen und dort dann nach dem normalen Eurocode bemessen. Was haben wir noch? Wir können ein Delta FSD berücksichtigen. Das ist die Kraft, die aus der Querkraft gebildet wird. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass gemäß ETA bei nachträglichen Bewehrungsanschlüssen nur Zugkräfte übertragen werden können und die Querkraft anderweitig übertragen werden muss. Und das bedeutet nichts anderes, dass die Querkraft über die Fuge übertragen wird. Kommen wir gleich auch nochmal genau darauf zu, wie das funktioniert. Heißt aber auch, dass, wenn die Querkraft hier eingeleitet wird über eine Betondruckstrebe, auch gewisse Zugkräfte entstehen. Und die können wir halt zusätzlich mit ansetzen. Und ansonsten, was noch fehlt, ist einmal der Mörteltyp. Wir können es auf zwei Arten einstellen. Einmal hier links auf der Seite, wo dann entsprechend die Mörteltypen angegeben werden, die verfügbar wären für den Fall, den wir kreiert haben. Oder wir können es ja auf der rechten Seite dann im Bildchen machen. Als Ergebnis sehen wir hier rechts immer die Verankerungstiefe oder die Bohrlochtiefe und die Ausnutzung des Stahls. Wenn wir jetzt bei 99% sind, ist der Stahl halt quasi optimal ausgelastet. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich möchte lieber auf 80%, dass da noch Reserven sind, müsste man das jetzt manuell anpassen. Das heißt, dass wir bei Nutzer definiert beispielsweise das Ganze abändern und vielleicht einen größeren Durchmesser wählen, dass wir vielleicht ein bisschen runterkommen. Verändert dann natürlich aber auch gleichzeitig die Verankerungstiefe. Und so ist es immer so ein bisschen Try and Error, okay, wo möchte ich denn hin von meiner Auslastung bzw. von meiner Konstruktion und was ist so das Optimum, was mir die Software ausgibt. Also wie gesagt, starten Sie eigentlich immer am besten mit automatisch und gehen Sie von da dann weiterhin nutzerdefiniert und schauen Sie, wie Sie vorankommen bzw. wie Sie zu Ihrem Ergebnis kommen. Sie sagen, okay, das passt mir jetzt ganz gut bzw. perfekt. Ich würde jetzt mit der weiteren, sagen wir mal, mit dem Foliensatz wieder ein bisschen weitermachen, nämlich genau das Thema Bemessung der Schubfuge mit aufnehmen. Der Michael hatte nämlich vorhin schon gesagt, ja, da gehen wir gleich drauf ein. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wie er schon gesagt hatte, wird das Ganze nicht über die Bewehrungsstege abgetragen, also die Querkraft, sondern nämlich über die Fuge selber. Und da haben wir in der Software mehr als eine Möglichkeit, nämlich einmal das Ganze nach einer Formel zu rechnen, die das Ganze berücksichtigt, wenn einfach wirklich nur Querkräfte vorhanden sind, also wirklich nur Schubkräfte, keine Biegungen, keine Zugkräfte, sondern wirklich entweder Druck und Querkräfte. Das ist die Formel aus dem Eurocode 6.2.5. Und dann haben wir auf der anderen Seite wieder die Formeln, die wir auch hätten, wenn das Ganze wenn noch eine Biegung mit drauf ist. Hier in dem Sinne 6.2.2 oder 6.2.3. Der Unterschied ist hier einmal mit und einmal ohne Querkraftbewehrung. Wie weiß ich das Ganze denn? Also wenn wir jetzt uns hier einfach das Beispiel angucken, wir haben jetzt hier einen Anschluss, wir sehen jetzt, wir haben hier das Moment draufgebracht, wir haben hier die Zugkräfte, wir haben die Querkräfte. Wäre jetzt halt wirklich einfach der Fall, wenn wir jetzt einmal hier ein Stück weitergehen, wir haben hier dieses Verhältnis ED zu H und wenn das Ganze einmal kleiner 3,5 ist, dann sind wir in dem Fall von den 6.2.5, das heißt nämlich einfach, dass eigentlich alles überdrückt ist und wir haben wirklich nur Querkräfte. Wenn wir größer gleich 3,5 sind, dann ist es halt eigentlich überwiegend eine Biegebeanspruchung, dann müssen wir die beiden anderen Formeln wählen. ED ist in dem Sinne, dass die Exzentrizität des Biegemoments, also hier, und im Verhältnis eben zu der Höhe des Bauteils. Und woher kommt das Ganze? Also woher wissen wir jetzt eigentlich, wann was gewählt werden soll? Das ist ein Abschnitt im Eurocode, vor allem im nationalen Annex. Da wird nämlich einmal darauf eingegangen, dass nämlich zwei Sachen ganz wichtig sind. Einmal die Rauigkeit der Fuge, rau oder verzahnt, dass die so auszuführen sind, damit die Kräfte übertragen werden können. Und der andere Part, dass eben bei überwiegender Biegung 6.2.2 und 6.2.3 verwendet werden und nicht die andere Formel. Und warum das Ganze wichtig ist, kann man vielleicht hier ganz gut sehen. Wir haben jetzt hier einfach mal so 3 Beispiele mitgebracht. Und es geht wirklich einfach um andere Anwendungen. Natürlich können Sie auch andere Sachen miteinander bringen, aber die 6.2.5er Formel ist vor allem, wenn man sie jetzt mal wirklich komplett ausdrucken würde oder offenlegen würde, sieht man relativ ähnlich zu der Formel, die man auch im Aufbeton verwendet, also die in der TR 069 angewendet wird. Und das liegt einfach wirklich daran, dass idealerweise großflächige Querkraftübertragung nur in der Fuge stattfindet, keine Zugkräfte, kein gar nichts. Während wir jetzt bei Standardanschlüssen oder vielleicht auch gerade eben bei solchen Anwendungen wie Endverankerungen doch sehr häufig ein Biegemoment haben oder auch eben Zugkräfte, die darauf wirken und die das Ganze eben nicht befeuern würden. Was heißt das jetzt? Müssen Sie das Ganze immer nachrechnen? Vom Prinzip her nein. Es wird halt in dem Moment so gemacht, dass die Software sich halt überlegt, hey, Sie geben Ihre Parameter ein und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Fall hätten, wie wir jetzt hier dargestellt haben, wir haben 75 kN als Zugkraft, wir haben 30 kN als Querkraft, dann würde jetzt uns die Software sagen, 6.2.5, das klappt einfach nicht, dann sehen Sie hier so ein rotes Unendlichkeitszeichen und es würde halt auch noch ein Bild aufpoppen, das hier unten nämlich Sie bitten würde, bitte ändern Sie das auf 6.2.2 oder auf 6.2.3, einfach weil die Formel in der Form nicht umsetzbar ist. Die Möglichkeiten oder auch die Unterschiede, die wir hier sehen, einmal zwischen 2.2 und 2.3 sind daher zu führen. Einmal haben wir keine Querkraftbewehrung angesetzt in der oberen, da sind wir bei 53% Auslastung in diesem Fall. Und bei der unteren wurde dann die Querkraftbewehrung angesetzt, die natürlich in diesem Fall auch einfach noch die Querkraft mit aufnehmen kann, was dazu dann natürlich führt, dass unsere Ausnutzung sehr, sehr, sehr stark zurückgeht. Falls da jetzt gerade keine Fragen sind, würde ich sonst einmal den Michael bitten, dass Sie das einmal in der Software sehen, nämlich wo man das Ganze einstellen kann. Genau, ich würde dir noch eine Frage mitgeben, Michael, wenn wir sagen auf Einstellen. Uns hat eine weitere Frage von Günther erreicht, vielen Dank dafür. Wie funktioniert die Bemessung für eine geforderte Feuerwiderstandsdauer? Kann dafür die Einstellung für eine Kurztemperatur benutzt werden? Nein, also Sie spielen ja hier auf die Kurzzeit- und Langzeittemperatur ein. Das hat nichts damit zu tun, dass eine Brandbelastung oder Ähnliches auftritt. Das ist aber tatsächlich auch das nächste Thema, auf das wir nach der Schubbelastung kommen. Das heißt, da bitte ich Sie noch kurz zu warten, dann thematisieren wir es gleich. Das sind tatsächlich einfach nur normale Temperaturen, in Anführungsstrichen, die auftreten. Also zum Beispiel, wenn das ein Gebäude ist, was, oder an einer Stelle in einem Gebäude ist, wo häufig große Sonneneinstrahlung ist und was im Sommer tatsächlich sich sehr stark aufheizt, dann ist das ein Punkt, wo man hier die Kurzzeittemperatur oder auch die Langzeittemperatur vielleicht anpassen könnte, beziehungsweise sollte, aber das hat nichts mit der Brandbelastung an der Stelle zu tun. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich drauf. Um jetzt nochmal zur Schubkraftübertragung zu kommen, unter dem Betonreiter haben wir die Möglichkeit, rau oder verzahnt auszuwählen. Warum nur rau und verzahnt, warum nicht glatt? Das ist in den ETAs so geregelt, dass wir halt zwingend das Ganze aufrauen müssen. Das heißt, für eine glatte Fuge gibt es natürlich auch Lösungsmöglichkeiten und Lösungswege. Da das Ganze aber über die Fuge und nicht über den Bewehrungsstab übertragen wird, muss man da halt anderweitige Möglichkeiten finden. Ob es jetzt ein Winkel ist, eine Abstützung, was auch immer, da gibt es auch Lösungsmöglichkeiten. Aber streng genommen nach ETA ist nur eine raue oder verzahnte Fuge möglich. Wir lassen es jetzt einfach mal bei rau und gehen dann wieder auf den Bemessungsreiter. Und hier gibt es eine Überprüfung der Schubfuge. Und genau das, was Julia eben erklärt hat, wäre hier auch, da ist hier auch nochmal komplett erklärt. Und jetzt sieht man hier schon, man hat hier noch eine Auswahlmöglichkeit an der Stelle bekommen. Das heißt, ich kann hier jetzt frei entscheiden, was habe ich denn überhaupt, welchen Passus, auch noch mit einer kleinen Erklärung dahinter, was es denn genau ist. Und wir haben jetzt keine Querkraft, das heißt, es ist ein bisschen witzlos an der Stelle. Ich kann mal einfach eine Querkraft hinzufügen. Man sieht jetzt, okay, wir hätten 79%, wenn man es nach der Formel 6.22 macht. Bei 6.23, weil wir halt Querkraftbewehrung noch mit dabei haben, wird es halt besser. Und bei 6.25 wäre es sogar noch besser. Hier ist aber dann jetzt auch wirklich die Frage, ist das Ganze noch überdrückt mit dem Biegemoment oder nicht? Da müsste man jetzt nochmal genauer reinschauen und gucken, ob das wirklich möglich ist. Deswegen ist in der Regel auch 6.22 eingestellt, weil es halt in den meisten Fällen der Standardfall ist, der angewendet werden kann. Und damit gehen wir jetzt auch schon direkt auf die eben angesprochene Thematik Feuer und Seismik, beziehungsweise generell, was für Lastarten haben wir denn? Statisch ist, glaube ich, relativ klar, das haben wir die ganze Zeit behandelt. Dann gibt es halt noch Erdbeben, Ermüdung und Brand. Für Ermüdung gibt es auch Lösungen und Möglichkeiten. Die gibt es allerdings leider noch nicht in der Software, das wird in Zukunft implementiert werden. Da gibt es auch Zulassungen für, aber allerdings nur nationale, das heißt deutsche Zulassung, ABGs. Und wenn Sie da was haben, was so bemessen werden muss, wenden Sie sich gerne an uns und dann kriegen wir da schon eine Lösung zusammen hin. Das nächste, was jetzt wäre als Last, war jetzt Erdbeben. Und da ist es so, dass bei Erdbeben das relativ ähnlich gehandhabt wird wie im statischen Fall. Also es gibt nur relativ geringe Unterschiede. Man sieht es hier, es ist im Eurocode 8 geregelt, der verweist aber wieder auf den Eurocode 2. Also wieder die Zurücküberweisung, okay, rechne, wie es im statischen Fall ist. Und das Einzige, was sich hier ändert, sind ja 3 Faktoren. Es gibt halt gewisse Abminderungsfaktoren für die Verbundspannung bzw. Erhöhungsfaktoren für die Verankerungslänge, die berücksichtigt werden müssen. Es gibt ein anderes L0min, also eine andere Mindestverankerungslänge, die berücksichtigt werden muss. Und es gibt auch eine andere Betonüberdeckung, die eingehalten werden muss. Ansonsten von den Formeln, die dahinter stecken und häufig auch von den Werten, je nachdem welchen Mörtel man wählt, kommt fast immer das Gleiche raus. Aber natürlich muss es trotzdem überprüft werden. Und das nächste Thema ist, glaube ich, Julia, dein Spezialgebiet. Dann kommen wir zum Brand. Nicht zwangsläufig mein Spezialgebiet, aber ich mag das Thema sehr gerne. Genau, jetzt hier haben wir das Thema Brandbemessung. Ich hoffe, da können wir jetzt auch Ihre Frage beantworten. Ich würde mal einmal ein kleines bisschen ausholen, nämlich aus dem Punkt, dass man ganz häufig, einfach früher, weil nicht teilweise groß anders möglich war. Man hat einfach technische Daten bzw. Tabellenwerte angesetzt, die normal für Beton und für den Eurocode einfach so galten. Da raten wir dringend von ab, einfach weil sich Beton und Stahl komplett anders verhalten als Mörtel selber. Das liegt einfach daran, dass bei den Mörteln noch einfach chemische Zusatzstoffe drin sind, die wir im Beton nicht finden, gerade auf Epoxidbasis, die halt eben dazu führen, dass gerade unter hoher Temperaturbelastung, da meine ich jetzt nicht die Außentemperatur, die man jetzt mal so kennt, sondern wirklich ab ein paar 100 Grad, zu einer sehr, 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 sehr starken Reduktion führen. Und da sieht man jetzt hier ganz gut auf der Tabelle, die wir da vorne mitgebracht haben, wir haben jetzt einfach mal wirklich sehr viele Standardmörtel von uns, von unseren Wettbewerbern. Also da wird jetzt durch die Bank durch einfach mal ein bisschen getestet. Und dann sieht man, dass vielleicht bis auf ein paar Ausnahmen wir wirklich bei einem Spektrum von knapp 280 Grad, da hören fast schon die meisten auf, bis knapp 400 Grad, aber wirklich mit so einem reduzierten Lastniveau kommen, dass es halt einfach gar nicht mehr zu realistischen Ergebnissen führt. Das heißt, sie müssten ultraweit einbinden, teilweise reicht das Bauteil gar nicht mehr aus. Sie müssten sehr, sehr große Betondeckungen haben, um das möglich zu machen, oder halt noch mit zusätzlichen Brandschutzplatten etc. pp. Zu arbeiten. Das heißt, in diesem Fall ist man einfach nicht sonderlich weit gekommen. Und das liegt halt einfach wirklich daran, dass die Verbundfestigkeit der, in diesem Fall organischen Systeme, durch den Epoxy-Anteil extrem Hitze- oder brandanfällig ist in dem Fall. Und was jetzt nichts Neues gibt, und das ist jetzt eine Sache, die gibt es ungefähr seit Herbst, das ist eben ein Mörtelsystem, das nennt sich Hilti Hit FP700, und der ist halt wirklich speziell für den Brandfall entwickelt worden. Das heißt, in diesem Fall haben wir halt einen Mörtel, der eben nicht diese Epoxy-Bestandteile hat, die das Ganze so hitzeanfällig macht, sondern der sich wirklich sehr, sehr nah an das Verhalten von Beton und Stahl dran lehnt. Und wie Sie halt sehen, das ist die gelbe Linie weit oben, wirklich über die Wand weg bis zu den 500 Grad kaum einen Lastverlust hat. Das heißt, in diesen Fällen haben wir natürlich eine Möglichkeit, das Ganze einfacher einzubinden und mit besseren Ergebnissen einzubinden und halt auch zu einer gescheiten Lösung zu kommen im Endeffekt. Und deswegen halt auch unsere Empfehlung in diesem Fall, und das tun wir auch gleich in der Software, das zeigt der Michael dann nochmal, ist, wenn halt wirklich ein Brandfall ist, dann den HIT FP700 zu nehmen, einfach weil wir hier zu realistischen Ergebnissen kommen. Bei allen anderen Anwendungen die ganz normalen Standardmörtel, aber da kommen wir auch nochmal im Produktportfolio ein. Und ich würde sagen, Michael, magst du uns einmal das Beispiel zeigen? Genau, wir können einmal noch in die Software springen. Ich mache mal ein komplett neues Projekt auf, dass wir mal von Null starten. So, wir gehen auf den Reiter und hier sieht man schon, man kann Brandlasten auswählen. Was Julia gerade gesagt hat, das optimale Produkt von unserer Seite ist der FP700, der hier schon vorgeschlagen wird. Zu Demozwecken lehne ich das Ganze jetzt mal ab, dass wir automatisch umschwenken. Und ich hoffe, das beantwortet die Frage, die eben auch gestellt worden ist. Wir können hier jetzt die verschiedenen Feuerwiderstandsdauern eingeben. Das heißt, wir können hier jetzt F30 beispielsweise auswählen bis zu F240 hoch. Es gibt auch die Möglichkeit, die Temperatur im Bewehrungseisen einzustellen. Das heißt nichts anderes, wenn ich hier draufklicke, kann ich definieren, okay, wie hoch ist die Temperatur an der Stelle, wo der Mörtel sitzt. Das heißt nicht, wie hoch ist an der Betonoberfläche, sondern wirklich im Bauteil selber an der Stelle die Temperatur. Das ist halt, wenn Sie irgendwie eine dedizierte Temperaturanalyse schon gefahren haben von dem Bauteil, kann man das einstellen. Ansonsten können Sie auch bei den Feuerwiderstandsklassen bleiben, wo dann Werte von unserer Seite hinterlegt sind. Bei F30 sieht man hier noch, okay, das funktioniert noch. Das scheint noch zu klappen mit der Betonüberdeckung und dem Mörtel. Jetzt gehen wir mal auf F90, was ja auch eine klassische Anforderung ist. Und da sieht man das, was Julia angesprochen hat. Ich kann gerne mal rauszoomen. Es ist halt utopisch, was man hier als Verankerungslänge bräuchte. Das wird natürlich kein Mensch so ausführen. Gerade in einer dünnen Decke wird es auch einfach nicht funktionieren. Das heißt, hier müssten wir zwangsläufig entweder irgendwie noch die Brandschutzeigenschaften verbessern, indem wir irgendwie noch was aufdoppeln oder Ähnliches. Oder wir wechseln im Endeffekt das Produkt. Wenn wir jetzt hier auf den FP700 gehen, sieht man, okay, ungefähr die gleiche Einmeltiefe wie im statischen Fall, beziehungsweise bei F30 bei dem anderen Produkt. Das heißt, da sieht man ganz klar, okay, das Produkt ist dafür geeignet, auch Brandeinflüssen zu widerstehen. Genau, vielleicht ein wichtiger Punkt noch, dadurch, dass eben diese ganzen chemischen Stoffe, von denen wir vorhin gesprochen haben, diese Epoxy-Anteile nicht vorhanden sind, hat dieser Mörtel natürlich eine längere Aushärtezeit, einfach weil die Schnellhärtersysteme nicht mit drin sind. Das bedeutet aber auch für Sie, wenn Sie das Ganze ausschreiben, dass es wirklich nur für Brandfälle und Anwendungen gedacht ist, beziehungsweise für Fälle, wo das halt der maßgebliche Lastfall ist. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt zu sagen. Es ist nicht in jedem Fall der FP700 bzw. der Brandfall maßgeblich, sondern häufig auch der statische Lastfall. dann passt das ja auch wunderbar. Aber sobald der Brandfall maßgeblich ist, empfehlen wir zumindest sehr stark, den FP700 zu nehmen, aber zu berücksichtigen, dass die Aushärtezeiten hier einfach höher sind, damit das natürlich im Bauablauf berücksichtigt werden kann. Alle anderen Alternativen, die wir sonst haben, ist, wie Michael auch gesagt hat, entweder mit zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen oder wir müssen wirklich mit sehr dicken Bauteilen arbeiten, weil man kann natürlich auch über die Betondeckung noch ein paar Sachen machen, aber hier kommen wir relativ schnell an unsere Grenzen. Genau, das wäre es in aller Kürze zur Brandbemessung. Wir haben Ihnen auch noch ein Beispiel mit reingepackt in den Foliensatz. Das heißt, Sie können es dann auch noch mal einmal so ein bisschen nachempfinden oder wie ich gerade einfach mit dem Standardprodukt das Ganze testen. Damit funktioniert es ja auch relativ gut, dass man da die Unterschiede sieht. Dann das letzte Thema, was auch immer gefordert worden ist, was im alten Programm nicht ging, ist der 2D-Editor bzw. der Einzelstab. Das heißt, was mache ich denn jetzt, wenn beispielsweise auf der Baustelle die Bestandsbewertung kreuz und quer liegt, weil damals irgendwie vielleicht nicht ganz alles so vernünftig gelaufen ist, oder was ist denn, wenn vielleicht auch mal ein Eisen fehlt, weil es vergessen worden ist, kann ich das noch nachträglich überprüfen. Und dafür gibt es im Endeffekt den 2D-Editor und hier auch nochmal als Screenshots, aber ich würde vorschlagen, wir gehen auch hier wieder in die Software. Ich stelle nochmal eben auf statisch zurück, würde aber bei Brand genauso funktionieren und kann jetzt hier oben links in die 2D-Ansicht wechseln. Ich zoome mal ein bisschen rein, dass man sieht. Man sieht jetzt exakt, wo die Bewehrungseisen liegen. Und man kann es jetzt hier beispielsweise per Drag and Drop machen, dass ich fiktiv sage, okay, ich schiebe es jetzt mal hin und her und der würde es dann auch an die Bemessung anpassen. In dem Fall funktioniert es dann nicht, weil ich es zu weit gezogen habe. Aber wie man sieht, ich kann hier auch ein bisschen drin rumbasteln und trotzdem rechnet er noch den schlimmsten Stab bzw. rechnet die Belastung entsprechend um. Wichtiger Punkt in dem Fall, das funktioniert oder wenn Sie es direkt versuchen, nicht immer, nämlich nur, wenn nutzerdefiniert eingestellt ist. Das heißt, Sie müssen nochmal, das kann man auch im 2D-Editor selber machen, indem man auf die linke Seite geht, wie der Michael das gerade gemacht hat. Bei der Bewehrungsstab, also wo der Bewehrungsstab gezeichnet ist als Reiter, können Sie von automatisch auf nutzerdefiniert wechseln. Wenn Sie natürlich bei automatisch sind, wo das Ganze Ihnen mehr oder weniger vorgegeben wird oder ein Vorschlag gemacht wird, da können Sie natürlich nicht munter fröhlich das hin und her schieben, sondern in der anderen Einstellung. Genau, man kann es natürlich hin und her ziehen im 2D-Editor selber oder man kann halt auch explizit angeben, wo liegt das Ganze denn an den Stellen. Man kann auch die Durchmesser verändern, wenn zum Beispiel gesagt wird, okay, ich brauche vielleicht in der Mitte oder außen doch mal einen 12er Durchmesser statt einen 10er Durchmesser hier in dem Beispiel. Oder es ist vielleicht damals nur ein 7er an einer Stelle eingebaut worden. Das kann ich halt alles hier auch manuell anpassen und ändern. Das heißt, volle Flexibilität bei Ihrer Anwendung und die Software rechnet dann halt mit den entsprechenden Werten weiter. Wichtiger Punkt, geht für beides. Nachträgliche Bewehrung und Bestandsbewehrung. Genau, das Zweite, was immer mal wieder kam, wie sieht es denn aus mit einem einzelnen Bewehrungsstab? Auch nochmal das Thema, ist es vielleicht was vergessen worden oder ich möchte einfach nochmal Pi mal Daumen so wissen, okay, wo lande ich denn ungefähr mit meinen Kräften, die ich mir ausgerechnet habe? Funktioniert das mit einem 12er Stab, mit einem 16er Stab, wie auch immer? Dafür gibt es dieses Modul, dass man einen Einzelstab bemessen kann. Einmal als Übergreifungsstoß und einmal als Endverankerung. Das heißt, können wir auch hier zeigen. Sieht dann relativ ähnlich aus. Beim Übergreifungsstoß relativ klar, das funktioniert problemlos. Bei der Endverankerung bitte darauf achten, dass wir uns in der Druckzone befinden, weil die Software hier eben nicht mehr überprüft, okay, funktioniert die Endverankerung nach Eurocode jetzt überhaupt oder geht das aufgrund der geometrischen Randbedingungen und der Einwirkung gar nicht? Funktioniert TR 069 etc. pp. Das wird nicht überprüft, sondern es wird einfach nur die Berechnung so durchgeführt. Das heißt, im Endverankerungsbereich einmal schauen, bin ich in der Druckzone, dann funktioniert das, in der Zugzone nicht. Und bei dem Übergreifungsstoß können wir das immer durchführen. Genau, bevor wir dann zum Produktportfolio gehen, würde ich nochmal an Michi rübergeben. Haben wir noch eine Frage? Wir haben keine weiteren Fragen gerade im Chat bekommen, aber um die Einleitung für Produktportfolio zu machen, habe ich eine sehr schöne Umfrage für Sie da. Wie würden Sie unsere Produkte und unsere Software zum heutigen Thema bewerten? Und die bringe ich jetzt wieder auf Ihren Bildschirm, deswegen, wenn Sie im Vollbildmodus sind, nochmal schließen. Sie können abwerten, abstimmen, teilen Sie uns Ihre Verbesserungsvorschläge gerne auch hier noch über den Chat mit oder in dem Bereich Fragen. Produkt sehr gut, Produkt weniger gut, Software sehr gut, Software weniger gut. Anschließend spiele ich Ihnen auch gleichzeitig dann nochmal wieder den Hinweis ein, nutzen Sie gerne die Chat-Funktion für unsere Fragen. Somit zum nächsten Thema Produktportfolio und zu euch beiden, Julia und Michael. Dankeschön. Auch hier nochmal wirklich der Hinweis von uns, wenn Ihnen was fehlt, sei es vom Portfolio, also was die Hardware kann, als auch was die Software kann, immer gerne zurückspielen. Vielleicht haben Sie auch schon mal was zurückgespielt und denken sich, ach, warum ist das denn noch nicht umgesetzt? Das kann halt manchmal ein bisschen dauern, aber wir geben uns wirklich größte Mühe, dass auch Ihre Vorschläge gut vorankommen und dass wir halt natürlich mit der Software in dem Sinne wachsen, wie wir das gerne möchten und vor allem, wie Sie es halt auch brauchen, um Ihre Anwendung darzustellen. Deswegen immer der Appell an uns und an Sie, gerne Feedback aus allen Richtungen, das ist immer hilfreich. Also danke schon mal dafür. Genau, schauen wir dann jetzt mal ins Produktportfolio rein, weil es ist ja immer wieder so ein Thema, okay, ihr habt so viele Mörtel, was mache ich denn, welchen nutze ich denn jetzt überhaupt? Wir haben jetzt die Klassiker oder eigentlich die Haupt-5 Punkte mal aufgelistet hier und würden jetzt mal so ein bisschen darauf eingehen, was können die überhaupt, beziehungsweise welche müssen sie sich davon überhaupt merken, für welchen Anwendungsfall. Und der erste beispielsweise, der HIT-CT 1, steht für Cleantech. Wie der Name schon so ein bisschen sagt, ist der grüne Mörtel, also der besonders umweltfreundliche Mörtel für die Eurocode 2-Anwendung als ganz normale, schnelle Aushärtung. Und dadurch, dass der halt ja, diesen in Anführungsstrichen grünen Charakter hat, wird er bei uns auch immer gerne mit so einem kleinen Frosch klassifiziert, wo man dann quasi sehen kann oder sich das ganz gut merken kann mit diesem kleinen Frosch. Genau. Der nächste wäre dann der L500, das ist für uns der Mörtel, der letztendlich gefühlt alles lösen kann. Das ist so ein bisschen das Universalinstrument, gerade auch für Spezialanwendungen. Es ist ein langsamer Härtnermörtel, also hier ein hoher Epoxyanteil, gerade auch natürlich für warme Temperaturen dann gut geeignet, damit man auch die Möglichkeit hat, das noch alles gut einzubinden. Eine weitere Sache ist, dass er zum Beispiel gerade bei Sonderanwendungen wie extrem große Bohrlöcher und Durchmesser, extrem große Verankerungstiefen, Unterwasseranwendung, also das ist so der Mörtel, der einfach noch für super viele andere zusätzlichen Sachen klassifiziert wurde oder wo es zumindest Gutachten gibt und wir Ihnen weiterhelfen können. Das heißt, auch wenn Sie solche nicht typischen Anwendungen haben, scheuen Sie sich nicht, auf uns zuzukommen. Wir hoffen, dass wir natürlich dann auch mit irgendwelchen technischen Daten, Gutachten oder Erfahrungsberichten Ihnen da weiterhelfen können. Deswegen, einfach weil er so mit ein bisschen alles kann, ist das für uns so die Antwort auf alles. Wenn man per Anhalter durch die Galaxis geguckt hat, kennt man das vielleicht. Also für die Filmnerds unter Ihnen, die Antwort ist hier 42. Genau, und eigentlich der Klassiker bei uns ist der HIT Y200R, V3 in dem Fall. Das ist so der Mörtel, der knapp 80% von allen Anwendungen erschlägt. Ähnlich wie der L500, nur dass es eine schnelle Aushärtung ist und der nicht ganz so viele Spezialfälle abdeckt, aber die Standardfälle werden halt von dem abgedeckt. Und dadurch ist es für uns so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser. Das heißt, dass wir wirklich alles mit ihm abdecken können oder so ziemlich alles mit ihm abdecken können. Genau, auch vielleicht der Fun Fact, der erste Mörtel, der für den TR 069 zugelassen war. Auch eine Sache, wo man ein bisschen stolz drauf sein kann. Ich würde dann jetzt mal weitermachen mit dem Brandfall. Also, wir hatten ja schon gesagt, es gibt jetzt einen Mörtel, den wir von unserer Seite sehr stark für Brandanwendungen empfehlen. Das ist der FP700, das ist ein toller Mörtel, aber auch wirklich vor allem für den Brandfall. Wenn Sie ganz normale statische Anwendungen haben oder wo der Brandfall nicht maßgeblich ist, würden wir Ihnen nicht dazu raten, nicht weil es ein schlechter Mörtel ist, sondern einfach nur, weil sehr lange Aushärtezeiten da sind. Das heißt, für diese Anwendung, wo das maßgeblich ist, braucht man das und da kann man das wunderbar mit einplanen, aber für alle anderen Anwendungen geht das ganze andere schneller. Und da haben wir vor allem auch Richtung TR 069 noch Lösungen. Das haben wir beim FP700 jetzt so erstmal nicht. Das heißt hier, ich glaube recht eindeutig, das Zeichen wäre hier die Flamme oder das Lagerfeuer. Genau, und der letzte im Bunde ist der HIT Y170. Das ist so ein bisschen ja, unser günstiger Mörtel für auch einfache Anwendungen. Hat auch eine Zulassung, auch eine ETA für ganz normale Anwendungen. Ist aber einfach nicht so vom Lastniveau wie die anderen bisher. Also es ist wirklich, wenn Sie einfache Verbindungen haben, vielleicht eine konstruktive Verbindung, dann kann der halt benutzt werden. Ansonsten wäre eigentlich der 200er immer die beste Wahl bzw. die Hauptoption. Wir sagen auch dazu so ein bisschen, dass der günstige, deswegen hier in dem Sinne das Sparschwein. Genau. Und dann würde ich sagen, hier nochmal für Sie als Übersicht, wie kann man die ganzen einklassifizieren. Die ersten 4 genannten Mörtel sind bei uns natürlich im Profis Engineering ganz normal bemessbar. Und da gibt es halt die Anwendung entweder grün oder halt eben Heißanwendung oder die Sonderlösung L500, FP700 und eben HIT-CT 1. Und so in der Mitte, der so für die Standardanwendung, zumindest unserer Empfindung nach, eben der Y200RV3, der Alleskönner. Genau, und jetzt hier oben noch ein Hinweis in eigener Sache so ein bisschen. Wir haben das Ganze auch als 180-Sekunden-Videos, die Besserbemesser aufgenommen. Kommen Sie mit dem QR-Code hin. Da ist unter anderem auch ein Video hinterlegt, genau zu dem Thema, zum Produktportfolio bei nachträglichen Bewehrungsanschlüssen, wo wir dann auch nochmal das, was wir gerade erzählt haben, auch nochmal wiedergeben. Also wenn Sie mal irgendwann es vergessen haben sollten, da gibt es in 3 Minuten das Ganze dann auch wieder. Und da gibt es auch viele andere Themen, die dort immer wieder in 3 Minuten erläutert werden. Wie zum Beispiel auch das Thema Brand an einem Beispiel bzw. an einem kleinen Versuch gezeigt. Genau, damit gehen wir auch auf die Key Takeaways bzw. die Zusammenfassung. Was sollten Sie heute mitnehmen? Ja, in erster Linie, es gibt das neue Rebar-Modul oder das Modul für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse ab sofort bzw. seit September schon in der kostenlosen Standardversion von Profis Engineering und in der kostenpflichtigen Premium-Version. Und alles, was wir heute gezeigt haben, ist auch kostenfrei verfügbar, ist da also voll nutzbar. Und das Zweite ist, Profis Viewer wird halt abgeschaltet, wie der Titel des Webinars schon gesagt hat. Das gehört jetzt dem alten Eisen an, das geht jetzt in Rente quasi. Und dass Sie da auch sicherstellen, okay, dass Sie alle alten Projekte nochmal als PDF abspeichern oder im Zweifel sonst auf planer-support@hilti.com zugehen, damit die Kolleginnen und Kollegen Sie halt unterstützen an der Stelle. Genau, ein weiterer Punkt ist, es gibt verschiedene Bemessungsmethoden. Sie haben es gesehen, wir haben den Eurocode ganz normal für Beibegreifungsstöße, aber halt eben auch TR 069, Eurocode-Endverankerung, Druckstrebenmodell von Eurocode oder von den Herstellermethoden. Die Software unterstützt Sie natürlich dabei, zu sehen, was die besten Möglichkeiten sind. Wenn Sie da aber auch noch Rückfragen haben, bitte wenden Sie sich gerne an uns, nutzen Sie die Materialien auf den E-Learnings, auf Ask Hilti oder die anderen Webinare oder fragen Sie einfach Ihren technischen Berater oder Ingenieur, der Ihnen zugeordnet ist, der hilft Ihnen bestimmt auch gerne. Genau, und damit gehen wir, glaube ich, noch mal kurz zu Michi, ob noch was reingekommen ist. Ansonsten schon mal vielen Dank von unserer Seite, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wenn es irgendwas an Verbesserungen oder so gibt, melden Sie sich gerne bei uns. Vielen Dank.